geht ab, Leute, Hunger. Ich mach grad ein paar Reden, bevor es zu meinem X-Rate geht. Erstes Mal die Oxys Speedform. Und ich habe was sehr Interessantes gerade gefunden. Ne, Gofest Quest. Kämpfe einmal gegen einen Trainer und erhalte 3 Sonderbonbons. Das Komische ist, es ist Dienstag. Gofest fängt erst Donnerstag an. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich schaue mich mal noch um. Vielleicht ist es ein Bug. Und Shiny Pandy ist auch am Start. Ich wollte mir 2 abholen. In ganz München habe ich heute nur 2 gesehen. Aber wenn jetzt neue Quests da sind durch diesen Bug, diese Gofest-Quests, dann sind die Paniers wahrscheinlich nicht mehr da. Das müssen wir noch überprüfen. Aber jetzt erstmal die Arena platt machen und dann zum X-Raid. 24 Minuten startet der Raid erst. Aber das heißt für mich 24 Minuten Zeit, um die Arena anzugreifen für die Arena-Punkte, damit sie auf Gold kommt. Vor allem vor dem X-Raid verteidigen die Leute das noch sehr stark. Da kann man einfach draufhauen, wie man will. Ich hätte theoretisch um dieselbe Uhrzeit noch einen X-Raid. Ich habe da leider keinen gefunden, der später macht, beziehungsweise ich kannte da keinen. Ich werde danach trotzdem hinfahren, vielleicht gibt es irgendwie eine spätere Gruppe, von der ich nichts mitbekommen habe. Dann haben wir vielleicht Glück und machen 2 heute. Wenn nicht, dann müssen wir uns direkt beim ersten Mal einen 100er gönnen. Und das 16, irgendwas, muss ich gleich nochmal nachschauen. Bis später beim Raid. Los geht's! Ich habe immer noch nicht nachgeschaut, was ein 100er ist. Das heißt, wir müssen uns überraschen lassen. Der Screen sah ein wenig fehlerhaft aus. Psycho, ihr wisst Bescheid. Das übliche Geist, Käfer, Spukball Mewtwo, Gigatina, Gengar. Ja. Wir hatten schon noch Psycho-Gegner, also. Das ist jetzt nichts allzu Neues. Die machen wohl privat wegen Spukons. Aber wir sind auch so genug. Ich muss mal kurz den Code holen. So, jetzt geht's los. Wir haben noch auf jemanden gewartet. Bin gespannt, aber zu 11. Naja. Es ist irgendwie so 16. Alter, hier hätte ich echt nachschauen sollen. 16 im 30er Bereich. 16, 35, 34, wie hoch ist das? Glaube ich. Lassen wir uns überraschen hier. Wie gesagt, dann direkt auf zum anderen Raid. Mal schauen, ob ich den schaffe. Mal schauen, ob da halt irgendwas ist. Also. Schaffen ist ja so eine Sache. Ich springe so hässlich herum, weil das Speed ist, oder was? Soll das ein Speed darstellen? Voll Speed, Mann. Und danach holen wir uns die Quests ab. Falls sie noch da sind, also das mit den GoFest Quests war ein Bug. Die sind auch schon wieder weg. Leider nur eine bekommen, weil es gibt eine Menge Sonderbonbons. Kämpfe, mach einen neuen Freund und so. Alles für geile Sonderbonbons. So, schauen wir mal. Der erste der letzten Form. Erste Form, 93. Zweite Form, 93. Nicht Attack, 15. Dritte Form, 100er. Und 98. Und vierte Form, ich habe nicht hingeschaut. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Verfahrbelhaft.
Fuchs, der so hässlich herumspringt. Und da ist er. Weiter geht's. Wir sind da, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es um halb noch einen Treffpunkt oder so. Wir können hoffen. Wenn nicht, ja, mal. Passiert. Dann kann ich jeden X-Ray mitnehmen. Aber Leute sehe ich hier leider keine. Ich glaube, wenn ich verliere, kriege ich wenigstens 500 Staub. 3, 2, 1. Zeit abgelaufen. 500 Staub. Kein Mensch ist hier. Schade. Naja, müssen wir uns erstmal mit einem zufrieden geben. Ich mache noch schnell einen Shinox Raid für die Arena-Punkte, um den Tagespass loszuwerden. Ich habe gestern keinen Raid gemacht. Grodon interessiert mich einfach so null. Und ein paar Leute warten sogar auf die legendäre Raid-Stunde für Grodon, aber wie gesagt, beim letzten Mal, und das war erst vor ein paar Wochen, hat er schon eine. Deswegen glaube ich nicht, dass er morgen noch eine bekommt. Natürlich schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief. Hattet ihr heute einen X-Raid? Habt ihr den gemacht? Habt ihr den guten bekommen? 4,92. So gut hatte ich noch nie, glaube ich. Und leider nein, nee. Aber die Arena könnte jetzt auf Gold sein, dadurch. Sehen wir gleich. So, schauen wir mal. Das ist nicht die richtige, schnell weg. Kommt ein Auto. Hier müsste es sein. Ob das noch stimmt? Nee, überhaupt nicht, Mann. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, toll, hier ist kein Pandir. Ich weiß, zu Hause irgendwo ist ein Pandir, aber hier nicht. Wir sind wieder zu Hause, Leute. Das Video kommt heute noch online. Es ist jetzt 10:30. Wir haben noch gestreamt. Zwei Sachen. Erstmal, ich habe 2 Pandir Quest. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Screen Recorder läuft. Pandir Nummer 1. Shiny! Nein. Erstens nicht shiny. Zweitens, hatten wir den mit dem Bart nicht schon? Weiß ich jetzt nicht. Nummer 2. Und auch nicht shiny. Das heißt, die nächsten paar Tage, wobei die nächsten paar Tage ist Dortmund, aber danach werde ich den ein bisschen jagen. Ich fange mal ein, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Form schon habe oder nicht. So, habe ich den gefangen? Ja, habe ich. Andere Sache noch, bisschen Eigenwerbung. Und zwar meine beste Freundin Oksana macht bei so einem Gewinnspiel mit. Link ist unten in der Beschreibung. Ihr Kommentar, also der Kommentar mit den meisten Likes bis zum 5., also noch 3 Tage oder so, gewinnt eine Kamera. Und sie hätte gerne diese Kamera dementsprechend. Würde uns freuen, falls ihr einfach da draufklickt und dann ihren Kommentar liked. Also würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr einfach da draufklickt und ihren Kommentar liked. Momentan hat der Kommentar mit den meisten Likes irgendwie so um die 47 oder so. Also wenn wir die 50 knacken, wäre schon richtig saftig. Ich denke, das sollte machbar sein. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.